Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen, ganz kurzen Video, versprochen. Ich habe jetzt mal die Einstellung von meinem Grundig-Fernseher alle in eine Excel-Tabelle gemacht. Ich habe ein paar Bilder dazu gemacht. Ich werde euch die da oben in die Infokarte reinklatschen, beziehungsweise da müssten sie sein, die Infokarte. Da findet ihr auch die anderen Videos zu meinem Grundig-Fernseher. Ich werde euch auch unten in die Videobeschreibung die Links reinpacken. Da kommt ihr dann zu meinem Blog und da sind die Bilder und da seht ihr dann genau die Einstellung. Ich habe die für Fire TV, PlayStation 4 und Receiver aufgeschrieben, wie ich mein Bild eingestellt habe, weil da habe ich ja ganz viele Fragen bekommen. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis ich die richtigen Einstellungen gefunden hatte. Bei der PlayStation 4 kann ich euch gleich sagen, brillante Farben ist bei mir auf Mittel oder auf Niedrig, weiß ich jetzt nicht. Das kann auch sein, dass man das mal ausschalten muss. Das steht in den Einstellungen, in den Bildeinstellungen bei den Spielen manchmal drin, bitte brillante Farben ausschalten. Also das nur als kleiner Tipp. So, das war doch schon, wie gesagt, da oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Blog und da sind die, seht ihr die Bilder mit den, ich habe zwei Bilder gemacht, immer ein schönes und immer eins, wo die Einstellungen wirklich ganz groß sind. Unten runter habe ich auch Downloads gepackt, da könnt ihr euch die Bilder auch runterladen, falls ihr das ausdrucken wollt. Oder einfach einen PC haben wollt und nicht immer auf dem Blog wollt oder so. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ich euch damit helfen konnte, lasst einen Daumen oben da. Ich verabschiede mich dann erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.